Servus Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich weiß gerade nicht, was wir im letzten Part gemacht haben, dabei ist es gar nicht so lange her. Achso, Karten sammeln. Nee, ganz im Ernst nicht. Da hätten wir noch was. Ach Gott, genau. Der Baron. Hier ist diese komische Greifen-Dingens. Moment, hier war doch irgendwo eine Festung. Warum war ich hier noch nicht? Kann sein, dass die Brücke da versperrt war? Und auf dieser einsamen Insel war ich auch noch nicht. Theoretisch gibt es hier noch eine ganze Menge zu entdecken. Will ich das? Nö. Ich will einfach nur das Spiel fortsetzen. Sollte mir das Spiel irgendwann mal sagen, ja, du bist für den und den Ort zu schwach. Dann ist es beschissen und dann muss ich die Sidequests trotzdem machen. Ich muss es so betonen, weil eine Sidequest ist was, was man nebensächlich machen könnte und nicht muss. Aber in diesem Spiel muss man es und das ärgert mich zutiefst. So, da bin ich wieder. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich werde sowieso rausschneiden, also fuck egal. Und mein Schwert sieht ganz schön geil aus. Also nicht die Silberklinge, sondern die Stahlklinge. So, du Händler, du hast aber, glaube ich, nichts. Also kein Geld. Wie wär's mit... Nee, ich will kein Quark. Zeig mir. 240. Ja, das Buch habe ich schon gelesen. Ist das meine Giftklinge oder meine Eisklinge? Meine Giftklinge, gut. Könnte ich dir eventuell sogar noch was verkaufen? Ich habe so viel Fressen, das ist richtig gut. Ich werde niemals sterben, zumindest nicht so. Hm. Die Dinger nehmen kein Gewicht weg. Neckarblut. Eigentlich ist es ja egal, weil... Neckarherz. Weil ich mixe sowieso nie was. Und wenn, dann... Naja. Dann sehr wenig. Was ist das da unten? Nein. Geisterstaub. Achso, wo ich ein Geistblatt gemacht habe. Phosphor. Das ist, glaube ich, irgendeine Säure oder so. Mhm. 4. Salpeter. Habienfedern. Oh, Habien sind ätzende Gegner. Das bewahre ich mir. Super. Komm schon, du hast noch 4 Gold. Ich kann dir noch was andrehen. Aha, ich habe dich ausgezogen, Typus. Natürlich nicht wortwörtlich, weil wärst du eine Frau, wärst du natürlich geiler. So, jetzt hole ich Uma, oder wie der heißt. Hätten wir das von Anfang an gewusst, hätten wir uns immens viele Parts sparen können. Dann hätten wir Uma einfach mitgenommen, der Baron wäre noch am Leben, alles wäre super, aber nein. Geralt muss natürlich erstmal durch die Welt wandeln. Irgendwie ist das Dick gerade nicht so gut zum Greifen. Weil mein Finger irgendwie dran hängen bleibt. Oh, da wäre noch ein Händler. Oh, Händler. Ja, Händler. Willst du einen Blick auf unsere... Ja, will ich. Zeig mir. Hast du Geld? Oh, du hast eine Menge Geld. Und du hast... Rüstung. Und das Armbrüste. 124%, 125%. Ja, super. 5 bis 7, 5 bis 7. Und das so komische Karten. Und Satteltaschen.
50 Ausdauer. Ja, kann nicht schaden. Das auch nicht. Naja, das ist eigentlich egal, die Kapazität. Das ist mir sogar scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Hm. 80 und einen ganzen Haufen Resistenzen. Wobei, die Dinger sind ungesockelt. Stimmt, ich wollte doch zu einem Handwerker ein paar Dinger zerlegen lassen. Auf Wiedersehen. Handwerker ist eh gleich hier daneben. Kannst du mir ein paar Dinger auseinanderbauen? Ich kann mich helfen. Ach, hier. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Mhm. Sachen, die ich nicht nutzen kann. Geil. 120. Welches Level? 19. Nächstes Level kann ich es tragen. Das auch. 43. 1%! Wie widerlich wenig. Achso, das sind leichte Rüstungen, deswegen wahrscheinlich. Das ist mittlere Rüstung oder auch nicht mehr. So, Handwerk. Oh, das will ich haben, aber Level 27 ist einfach widerlich hoch. Nicht reparieren. Nein, auf keinen Fall. Zerlegen. Das nicht. Oh, was spuckt das alles da aus? Hm. Achso, die Runen kriege ich zurück. Okay. Dunkelstahlbarren. Saphirstaub und Rubinstaub. Mhm. Ich kann verwesenes Fleisch zu verwesenes Fleisch machen. Eisenerz, Eisenerz, Holz, Asche. Ja. Toll. Schädel zu Schädel, geil. Auch was Anständiges hier, Eisenbarren. Na komm. Glühendes Erz. Von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Hm. Makelloser Saphir. Das sind Barren. Davon habe ich 8. Das ist ja eine Menge Holz. Makelloser Rubin. Schwarze Perle. Schwarze Perlenstaub. Geringe Perlen. Markt. Holz. Holz und Harz. Pennsteinstaub. Meteoritensilberbarren. Meteoritensilberplatte. Hm. Drachenschuppen. Chitinpanzer. Geil. Jetzt Dunkelerz. Ich weiß, das war kein Dunkelerz, das war Dunkeleisenbarren, aber. Meteoritenbarren. Ein Stück Lederbänder. Kohle wird zu Asche. Harz wird zu Saft, warum auch immer. Ne, nicht alles. So. Jetzt habe ich auch ein bisschen Saft. Pechdraht. Nägel, Baumwolle, Asche. Monsterkot, mhm. Chemistische. So, Asche. Fellstück. Aschefaser. Wozu kann ich Asche verwenden? Habe ich die irgendwo? Ja, irgendwo, nirgendwo. Kann ich die Dinger auch? Ja, kann ich, aber bringt gar nichts. Oh. Elfenschmiedwerkzeug, Zwirnlederbänder und Nägel. Hm.
Gnome. Gnome sind für Rüstung, Elfen sind für Waffen. Aha. Zwergwitzstein. Das Schwert da wäre am geilsten. Das spuckt richtig gut aus. Wenn ich bloß so auch Waffen bauen könnte. Ja, Vitalität 0. Ich könnte sie anfertigen, aber Level 29 ist einfach widerlich hoch. Außerdem hat das Ding nur Verteidigung, aber alles andere ist irgendwie nutzlos. Leb wohl. Naja. Weg. Ich brauche einen guten Fick. Was hat er gesagt? Er braucht einen guten Fick? Wie die hier reden, aber gut, war Mittelalter. Warum auch immer die immer noch Wachen des Barons heißen, obwohl der Baron schon lange nicht mehr existiert. Die Chicken hier, ja, ganz toll. Hello. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Meinst wohl, um meine Erlaubnis zu bitten, ihn mitnehmen zu dürfen? Ich bin jetzt zuständig, also... Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Doch dann mache ich deiner erleuchteten Herrschaft ein jähes Ende. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ging ja einfach. Einmal kurz drohen. Die Frage ist nur, wie schleppe ich dann den mit mir rum? Mhm. Oh, hier geht's raus, ja. Ich habe jetzt eine Eisklinge und eine Giftklinge mit mir. Werde ich auch beide bewahren, nur zur Sicherheit. Hallo, Stallbärsch. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer-Morhen bringen. Na? Komm schon. Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten.
Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglean einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich. Auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Vafail Elaine Ketmilfuli. Gledif Dorn et Tneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen.
Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Gabelschwänze so nah bei der Festung, da war aber jemand nachlässig. Wenn der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und? Wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Schade. Das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha. Jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie muss einen guten Grund haben. Vermutlich mehr als einen. Jedenfalls führt sie was im Schilde. Wir sollten ihr wohl aus dem Weg gehen. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch.
Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst, aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Gut, wir sind jetzt wieder in unserer allerersten Festung wahrscheinlich. Mhm. Stufe 19. Eine Stufe würde fehlen. Da war ich gerade. Das kann ich vergessen. Und wenn das nicht zum Spiel gehört, sondern nur optional ist, dann vergesst es. Ich mache es nicht. Weil rein theoretisch ist das hier das letzte Gebiet, wenn das untere nur optional ist. Wenn. Wobei, ich guck mal, wie das untere überhaupt aussieht. So, das darf ich ja noch. Denn ich wette, das hier ist alles hier, dieses DLC oder was, wie das jetzt heißt. Diese Erweiterung. Blood and Wine oder irgendwie so. So. Plötze. Plötze tanzt oder was machst du da? Pusteblume. Ist das nicht einfach nur ein Löwenzahn? Jedenfalls bin ich froh, dass wir wieder auf unserer Anfangsfestung sind. Und irgendwie steuert sich das Spiel gerade echt doof. Ist hier irgendwas? Darf ich das? Ja, ich darf es, denn es ist meine Festung. Wer mich daran hindern will, den haue ich auf die Schnauze. Okay. Hä? Das Spiel lenkt sich... Hä? Das Spiel lenkt sich gerade echt seltsam. Was soll der Scheiß? Was zum Henker? Nee. Also, ganz im Ernst, wenn das sich so beschissen gerade steuern lässt, weil ich habe nach links gedrückt und er ist nach rechts gelaufen. Was ist denn das für ein Scheiß auf einmal? Ich werde hier einen Schnitt machen, gucken, ob ich das irgendwie korrigiert bekomme. Und falls nicht, dann war's das. Also, nicht komplett, sondern nur für heute. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.